Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gruppenbild mit Dame oder ohne Gruppe und mit Dame. Obwohl man nicht mal weiß, ja doch, okay, man kann es erkennen an den Hupen. Du hast Hupen, Lüdi. Du bist eine Dame oder sowas in der Art zumindest. Man weiß es nicht. Hallo, herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir sind hier mitten in der Botanik und wir haben hier vorne eine Höhle angezeigt gekriegt. Die ist so ein bisschen hier runter irgendwo. Wir sind ja auf dem Weg jetzt nach Festung Schnickschnack, ne? Also in die Richtung. Und nach da unsere Quest hier abgeben und zwar den Stern zum Berg bringen. Und jetzt gehen wir erstmal hier so ein bisschen in die Richtung und gucken mal, wie weit die Höhle denn so weit sein könnte. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie... Lüdi kommt mit, das ist sehr gut. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden oder wie weit. Aber die müsste jetzt gleich eigentlich auftauchen, die gute Höhle oder schlechte. Man weiß es nicht. Wir machen gerade Höhlentour. So wie in Minecraft. Ja, ganz süß, ne? Wenn es so leise wird in dem Spiel, ne, das ist immer so, dann habe ich kein gutes Gefühl. Dann denke ich immer so, oh, hier ist irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Kiefernmondhöhle entdeckt. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Lüdi, das ist super. Ich wollte gerade gucken, wo die Höhle denn ist, weil was? Wo ist die Höhle denn? Habe ich was nicht geschnallt oder so? Ach so, da. Okay, Entschuldigung. Lüdi, danke. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Das hätten wir am Anfang alles machen sollen, ne? Wo ist denn die Höhle? Ach, ist das hier oben? Das hier ist die Höhle? Ach, das ist die Höhle. Okay. Ihr Lieben, habe ich nicht geschnallt. Ich dachte, wir müssen... Ich guck mal hier. Die wird da angezeigt irgendwo. Ja gut. Gehen wir mal rein, ne? Und gucken wir mal, was uns erwartet. Mal sehen. Das ist wahrscheinlich alles nicht so wild wie roter Wustling. Ja, okay. Lass mal reingehen hier. Viecher anstatt Menschen. Hallo. Jetzt nicht so. Lüdi, okay. Lüdi haut ab. Die geht ein bisschen gucken, was Sache ist. Hier ist. Außer diesen Stecken hier, ne? Mit den komischen Köpfen drauf und Geweihen, was auch immer das sein soll. Ach. Warte mal. Ich lass die mal da eben reingehen. Weil. So. Und dann. Noch einer. Lüdi macht erstmal die Kerze an, damit sie was sieht. Wie geil ist das denn? Lüdi, soll ich mal dazwischen? Oh. Amethyst. Brauchen wir nicht. Vampirstab brauchen wir auch nicht. Warte mal, doch. War das nicht so? Haben wir nicht irgendeine Quest, wo wir... Ah, warte mal eben. Ich muss mal eben gucken. Saphir, Rubin, Vampirrüstung, Vampirstaub, Vampirstiefel. Warte mal. Moment. Gold, Dietrich... Vampirrüstung, Vampirstaub. Habe ich doch gerade aufgenommen, Vampirstaub. Also, das macht ja gar keinen Sinn. Ascherhaufen, Wolfspelz. Ja, okay. Wir brauchen keinen, aber... Warte mal, wie waren die Quest hier mit diesen mehreren Sachen? Kehre zurück. Begib dich. Oh, sorry.
Beschaffe Vampirstaub. Ah! Ne. Ja, meine Herren, was ist denn los jetzt? Ich habe gerade Wasser getrunken, deswegen, warte mal, ich trinke nochmal einen Schluck nach. Es sollte ein Rülpser werden. Ist es aber nicht geworden, sondern so ein so aus dem Hintersten. Todesglockenblume. Ich weiß nicht, was eine Todesglockenblume ist, aber okay, müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Okay, also wir haben auf jeden Fall den Kram schon mal zusammen. Das ist sehr gut. So, keine. Ja gut, die Pilze muss ich jetzt nicht blöd sammeln. Das ist ja Quatsch. Was soll ich mit den blöden Pilzen? Hallo? Ach, die sind alle von hier hinten rausgerannt, um uns zu begrüßen. Das war nett von denen, oder? Hä? Das war aber nett jetzt. Pfeil, Magika, ja, das brauchen wir nicht, ne? Rüstung 35 ist jetzt nicht. Alter, wieso sind da denn so Kultisten hier? So Sektenhansels alle. Guck mal hier, der Typ hier, genau das wollte ich gerade sagen. Guckt euch die Sauerei hier mal an. Ernsthaft, ich will euch nicht wecken jetzt übrigens, aber guckt euch die Sauerei mal an. Hallo, liebe Gemeinde. Und die sitzen dann da. Ich sehe gerade die Stühle da, die komischen Bänke. Liebe Gemeinde, wir sind zusammengekommen, um heute unseren Freund Mikkel. Ja, was wir damit gemacht haben, nichts. Aber schön, dass ihr da seid. Weißt du so, und dann, ich subbel schon mal einen von den Knochen an. Wenn ihr gleich auch was wollt, kommt hoch zu mir. Ja, kommt her, meine Kinder. Weißt du so, boah, lass mir kalten Rücken runter. Fies, ich hasse diesen Mist. Wieso habe ich diesen Splatter-Scheiß da reingemacht? Ich habe extra so eine Mod mir noch besorgt, weil irgendjemand sagte, oh, die ist klasse, die musst du mal benutzen. Und dann habe ich gedacht, ja, so ein bisschen Splatter und dann kann man das einstellen auch natürlich, ob das mehr oder weniger sein soll und so. Aber hier, das ist er übrigens. Ah ne, das war der Kumpel, der andere, der kommt dann noch dran. Hut, Kleidung, Stiefel, geil. Ja gut, er sieht aber zufrieden aus. Also man kann jetzt, guck mal. Er erinnert mich ein bisschen an Funk. Funk Royal. Mit so einer Gesichts... Ne? Also ich will das jetzt nicht sagen, weil, ne, sonst, ja. Ne? Aber mit so einer Gesichts... Also. Ja. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr. Käfigtür öffnen. Nichts mehr drin. Buch. Haben wir schon. Zwischenfall in Necrom. Ah, Necrom. Ja, ich muss mir das. Ich muss unbedingt für Elder Scrolls Online dieses Addon. Ich muss es mir unbedingt besorgen, Leute. Hier könnte man drin schlafen. Super. Das ist doch, ich meine, da freut man sich doch wirklich. Also wenn man hier ankommt, da hinten ist das Bett. Da könnt ihr eure Sachen erstmal auspacken. Da ist auch ein Schrank. Also, das ist der Schrank. Ein Tisch zum Sitzen, was zu lesen. Ne? Und sonst kein Bett, wo man sich rein... Erinnert euch an die blöden, hier, die mit den Zähnen da, die Ork-Typen da. Erinnert euch dran, wie wir da ein Bett gesucht haben. Und das hier ist natürlich klar, für uns wie gemacht. Also, es wurde gemacht, frisch gemacht. Also, ja, wieso? Wir haben das gerade heute Morgen frisch bezogen. Ah, ja. Ja, sonst sieht das viel schlimmer aus. Okay. Ja, muss man nicht machen. Elfenstiefel der Ausdauer. Oh. Oh. Mitnehmen. Schuppenhelm der überragenden Wiederherstellung. 30% mehr. Oh, Alter, das ist hardcore, ey. Jetzt kommen wir aber der Sache gerade näher, ne? Das waren Sachen für den Anfang, ne? Jetzt aber mal im Ernst, ne? Wenn wir hier, guck mal, wenn wir den hier nehmen mit 20%, jetzt, ne, so. Und dann den mit 30, haben wir eine Hälfte, um die Hälfte mehr, also 50% mehr Schaden. Also im Kopf. Ne, Lüdi?
Hat sich eben sauber gemacht, guck mal. Saugut. Am Bettlaken gerieben. Ja gut, ich würde sagen, wir sind hier soweit dann, ne, oder? Wir sind hier durch, ne? Ich glaube, wir sind hier durch. Weil diese Höhlen sind schon geil, ne? Ich glaube, die hätten wir am Anfang mal ein paar Mal öfter machen sollen. Aber da habe ich irgendwie die, jetzt habe ich die Info im Kopf. Allerdings bringt uns das jetzt, ja gut, bedingt noch was, ne? Jetzt sind natürlich die Sachen vom Schaden her nicht mehr so hoch. Also das heißt, ja, wir können diese Sachen mit 20% und 30% mehr nehmen. Aber dann haben wir im Vergleich, guck mal, zum Beispiel hier. Ja gut, das ist jetzt was anderes. Warte mal, wo ist denn der Scheiß da? Wir haben Rüstung 20 und der Helm, den wir im Moment tragen, die Maske, hat Rüstung 65. Na, also ich meine, das ist schon eine Ansage, ne? Ja, ja, gut, egal. So, wir haben noch eine abgeschlossene Dings da. Wir müssen rechts ab. Wir gucken mal eben. Also wir haben hier, da ist noch so ein Ding. Also hier ist noch so ein Ding. Die Höhle haben wir. Also die da hinten haben wir ja schon. Wir drehen uns jetzt gerade hier in eine von den Richtungen. Das heißt, da ist noch so ein Dingsbums. Warte mal, gucken wir mal. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach da. Also alles, was ab Höhle ist, da ist irgend so ein Ding. Was ist denn das? Müssen wir jetzt wirklich in dem Bett pennen da drin? Was ist denn dieses Ding hier mit den Bäumen da oder was das ist? Was ist das? Ein Hain oder ein See oder... Komm. Ich habe keine Lust hier. Warte mal. Moment. Hier ist doch bestimmt vorne auch... Irgendwo ist doch noch irgendeine Matratze, wo man vielleicht noch sich irgendwie hinlegen könnte, oder? Ha? Komm, irgendwo eine Ecke, wo man... Komm, Leute. Irgendwo muss doch eine Ecke sein, die ein bisschen sauber ist noch, oder? So, komm, hier unten. Irgendwo kann man doch hier pennen, oder? Da oben bei dem Typen aufs Bett, oder? Haben wir noch einen Schlafsack irgendwo? Nein. Ach, Mann, ey. Ich kann hier nicht... Wir können nur auf dem einen Bett pennen. Als wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie... Habe ich jetzt nicht vorhin erzählt? Ich habe darüber geredet, ne, gerade. Okay, ich nehme die Seite. Lüdi! Du schläfst sowieso im Stehen, ne? Kennen wir ja. Okay, ich nehme jetzt mal dieses Bett hier. Also, 8.45 Uhr PM, also 9. 9. 9 Stunden. Oh Gott, Alter, ne? Ekelhaft. Aber naja. Alles für den Dackel, alles für den Club. Guck, hier auf der Seite war gar nicht so schlimm. Das Kopfkissen war sauber. Ja, und hier unten sehe ich wahrscheinlich sowieso aus wie ein Schwein. Oder? Wie sehe ich aus? Geht auch, ne? Lüdi sauber. Ja, wir sind sauber. Passt schon. Nee, wir müssen hier hoch, ne? Nee, doch. Nein, da oben hoch. Warum, ich weiß nicht, warum ich dann schon wieder auf Schleichen drücke. Damit der Ausdauer wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Wenn man mal... Merkt man das, wenn man hier... Warte mal, was waren das? Schuhe waren das, glaube ich, ne? Die wir haben. Rüstung 11. Das ist natürlich... Boah, das ist ein harter Abstieg, ne? Das ist ein harter Abstieg, aber... Wir müssen mal so ein ganzes Set auf Ausdauer trimmen und dann, ja, dann passt das schon. Okay, lass uns hier raus. Wir müssen wahrscheinlich dann einfach auch mal einen Punkt da reinlegen. Ich habe noch keinen einzigen da reingetan. Beschwer mich aber wie Hans-Hugo darüber, ja. Nein, Lüdi, nein, 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 nein. Lass ihn. Er tut nichts. Er sucht sein, was auch immer, sein Weites. Er sucht das Weite oder sein Weites oder irgendwas anderes. Komm, wir gehen jetzt hier hoch. Wir müssen in die Richtung. Und gucken, was das hier für ein Ding ist. Dieser... Ach, scheiße. Ach, Lüdi.
Hast ihn gekriegt, ja. Gut. Wenn die Frau morgens nicht irgendwen umgebracht hat, na, dann ist sie nicht ausgeglichen. Das ist halt einfach so, ne? Und wenn wir hier in diesem Spiel irgendwen heiraten können, also wir heiraten bestimmt nicht da diese Tuse, wo wir hin müssen. Ach, hier ist ein Lager. Ach so. Was ist hier hinten schon wieder? Ach so, eine Spinne. Lüdi, alte Hütte. Keiner braucht dieses dumme Gift. Warte mal, ich mach mal eben Speicherung. Das ist irgend so ein Hain oder irgendwie sowas, ne? Hatten wir auch noch nicht. So mit so Bäumen da oben. Dieser bewachsene Kakakoko-Kram. Ich weiß nicht, was das sein soll hier. Hier ist sonst nichts, ne? Ne. Okay, dann gehen wir mal hier rüber, würde ich sagen, oder? Klarkieferteich. Eisenstiefel, Gold, Heilung. Okay, das ist doch ganz nett. Was ist das? Ach, da! Ach, wo? Wann? Wo? Wie? Wo ist denn das Ding? Okay. Nee, der killt mich. Scheiße. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Das war die dumme Kackinsel hier. Okay, wir haben ja hier gespeichert. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wo ist Lüdi? Lüdi, alte Hütte. Eben aufpassen ein bisschen hier, ne? Ach, da sind die. Ja, warte mal. Dann machen wir das doch mal so, so. Und dann können wir doch mal hier von hier aus schon mal ein bisschen drauf schießen, oder? Da war doch schon mal was. Und dann? Da ist der nächste Spacko. Da ist noch einer. Jawohl. Boah, im letzten Moment ungerecht wie Sau. Da. Ende. Das hatten wir doch gerade schon, die Animation. Ich dachte, dann wäre Ende. Und ich bin schon wieder fast tot. Kaum zu glauben, ey. Das ist nicht zu glauben, ne? Ja, genau. Genau, ja. Sehe ich auch so. War jetzt ein bisschen doof. Aber egal. Ende. Nochmal. So, jetzt aber einmal den und dann einmal speichern. Und dann können wir rübergehen diesmal, ne? Ohne, dass wir Ärger kriegen hier. Mit Bzzz. So, Zweigling. Pfahlwurzel. Okay, hier hinten liegt noch irgendwo einer. Ah ne, der ist ja rübergelaufen. Blaue Bergblume. Was hatten wir denn dafür? Wir mussten eine Todesblume oder Todesglockenblume oder irgend so ein Scheiß, ne? Ach, ein Alchemist. Ach, guck mal, ein Buch, was wir noch nicht haben. Nienwurz. Ah ne. Ne, durchsuchen. Was ist denn da unten? Menschenfleisch. Ja. Mir fällt dazu nichts ein, außer bleh. Sind die fies hier alle. Die sind echt fies. Manche sind echt fiese Menschen oder Zweiglinge oder was auch immer, aber die sind eklig. Bleh. Schmutz. So.
Ich will jetzt keine Schwäne durchs Dings laufen sehen. Da ist eine Höhle für, von irgendeinem Bär oder was? Wir müssen aber in die Richtung da oben. Okay, pass auf. Wir drehen uns jetzt in die Richtung und da ist eine Höhle. Dann machen wir die doch. Komm, höhlenmäßig. Da oben. Mal hoch hier oder was? Ja, ne? Oder was? Oder was nicht? Ich glaube, wir müssen hier hoch oder was? Oder wie oder was? Oder wer oder wo oder wann? So. Da. Hier hoch? Kann ich hier hoch? Nein. Okay, hier soll man nicht hoch. Da ist dieses Ding. Der Turm. Guck mal, ist gar nicht so weit. Ich wollte gerade schon wieder C drücken für Optifine Fernglas. Da ist irgendein Typ. Ist der nett oder macht der Ärger? Was denkt ihr? Ich warte auf einen würdigen Tod. Ein guter Tod? Wie soll das gehen, Alter? Ja, würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakat nicht gefallen. Warum wollt ihr denn sterben überhaupt? Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Shit. Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakat hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Für mich seht ihr überhaupt nicht alt aus. Ihr seid sicher immer noch ein starker, fähiger Krieger, würde ich jetzt mal tippen, oder? Ich versuche, diese Antwort zu nehmen auch. Und deswegen drücke ich auf Enter. Aber der nimmt Enter nicht. Und wenn ich jetzt den drücke, ich merke das genau. Wenn ich den jetzt drücke, kommt die erste. Pass auf. Natürlich. Doch nicht. Oh, aber Glück jemand hat. Sollte den Tod finden, solange er sich noch einen echten Mann nennen kann. Wir Echt? Ork-Männer sind nicht wie die Nord- oder die Kaiserlichen, die sich an ihr Leben klammern, bis sie alt und schwach sind und ihnen die Haare ausfallen. Sich an etwas festzuhalten, das seinen Nutzen verloren hat, ist ungebührlich. Umso mehr, wenn es sich um euch selbst handelt. Okay. Ihr scheint euch nicht davon abbringen zu lassen irgendwie, ne? Ihr solltet gehen. Ich will nicht, dass ihr meinen ehrvollen Tod verscheucht. Soll ich ihn töten oder was? Lüdi? Was hältst du davon? Ist mal im Ernst. Sollen wir ihn töten? Geht. Wenn ihr nicht hier seid, mir einen würdigen Tod zu bescheren. Ja, vielleicht könnte ich das... Weiß ich nicht, ja, wenn du das willst. Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Och, weiß ich nicht. Wollen wir den töten? Der will doch sterben, oder? Macht man sowas dann, wenn jemand sterben will? Oder lässt man den dann übrig und er kann gucken, wie er klarkommt oder was? Das ist ehrenhaft, ne, was wir dann machen, ne? Okay. Hm, wir werden sehen. Ihr nie herkommen sollt. Tja, tut mir leid, Junge. Tut mir leid. Plündern ist immer mit drin im Preis inbegriffen. Von daher, ja. Der hat zwei so Säbeldinger hier getötet. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie schlechtes Karma bedeutet oder so. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob das so sein soll oder nicht. Verdammter Hackemann. Das sind hier Entscheidungen, ne? Ja, hallo, ich bin hier auf dem Weg und ich habe mich zurückgezogen, um in Würde zu sterben und von den Menschen zu gehen, weil ich habe mit ihnen abgeschlossen und mit diesem Leben und mit den Wegen, den Bäumen,
den Wolken und mit meiner Stulle, die ich noch in meiner Tasche habe. What? Warum treffen wir so Leute? Was ist denn das für eine Kackidee? Machen wir jetzt eine Dings oder gehen wir erstmal zu dem anderen Teil? Wir haben hier eine Höhle. Da ist die Höhle übrigens. Aber die packen wir sowieso nicht mehr. Warte mal eben gucken. Da kommen wir nachher sowieso nochmal lang. Komm, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt zurück. Also wir gehen zurück zu diesem Turm. Den haben wir schon gesehen. Und dann gucken wir mal. Ja, danke für das nette, ich kann nicht weit rennen, Ding. I love it. Da war das, ne? Hier stand der Turm, ne? Ja, okay. Lass uns mal da hingehen. Das war ja crazy, ne? Ja, ey, du siehst doch noch gar nicht alt aus, alter Ork. Weißt du? Du siehst noch total fit aus, also... Schwänger noch eine Frau oder, ne, weil er meinte ja, nein, ich darf ja keine Frau mehr und dies und jenes. Das wäre Unrecht, wenn ich jetzt eine Frau noch, ey, wenn die Frau Bock auf dich hat, dann ist das doch in Ordnung alles. Sind das hier Typen, die wir vielleicht killen müssen? Wahrscheinlich, ne? Also ich vermute mal, dass wir hier irgendwie Typen killen müssen. Soll ich mal die beiden Sachen ausprobieren? Warte mal, ich probiere mal eben was aus. Moment mal. Moment. Also, wir haben hier einmal Schießkunst. Bögen bewirken mehr Dingster. Wo war der vorher? Wo war das Ding vorher? Ha. Habe ich das hier getragen? Nein. Dann kann ich das ja lockerst so machen. Und was war das noch? Mal gucken, ob wir den... Treffen wir den da oben. Bisschen drüber, ne? Aber nicht 50% mehr Schaden, oder sehe ich das falsch, Leute? Ich meine, das macht schon viel Schaden, aber... Sind das Orks? Sollte vielleicht mal ein Stückchen weggehen hier, ne? Weil ich gleich sonst versterbe. Also das war jetzt nicht so lohnenswert, ne? Vor allen Dingen die Rüstung zu verlieren, die wir haben, ist eigentlich totaler Scheiß, ne? Also das macht keinen Sinn. Warte mal, Moment. Die können ja jetzt nicht laufen, oder? Warte mal, Schießkunst ist dumm. Wo ist denn das andere Ding? Warte mal, den wollen wir nicht, sondern die Maske. Und das hier. Warum tragen wir das nicht, obwohl ich das angeklickt habe? Ach, wir können nur eins von den Dingern. Ach, die Maske oder? Ach so. Ach, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, warte mal. Ich kill dich, du Pfeifer. Jetzt bezahlt ihr.
Lüdi. Kannst du die mal killen, bitte? Weil ich bin jetzt irgendwie verunsichert. Weil... Moment. Ich glaube, wir sollten mal hier ein bisschen wegrennen. Warte mal. Ich muss mal eben den hier machen. Nix Gnade. So, Lüdi. Das war nicht gut von mir, ich weiß. Ich muss mich erstmal entschuldigen, aber beim nächsten Mal machen wir das anders. Genau. Das sollten wir so nicht machen. Also diese 30% mehr oder 50% dann mehr, wo man bei jedem Pfeil sofort Schaden kriegt wie Sau, weil man die Rüstung abgelegt hat praktisch. Also weil diese Elfensachen sind zwar, naja, vielleicht darauf ausgelegt, dann auf so Sachen wie Geschwindigkeit und so. Also ganz bestimmt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also das machen wir auf keinen Fall nochmal. Du siehst übrigens wieder super aus. Also ich kann das nicht mehr mit ansehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr irgendwas habt oder einfach Bock habt, mich zu unterstützen, dann schreibt einfach mal einen Kommentar, lasst mal irgendwas da. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann ja, lasst es sein und oder schreibt auch einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterspielen, aber ich muss jetzt mal die Session beenden, weil ja, ich muss noch was anderes machen heute. Also ich bin so gerade richtig drin und ja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann, ja, gucken wir uns hier diesen Turm hier, diese Burg oder was auch immer das ist, dieses Fort, das gucken wir dann uns an und ja, dann gucken wir mal. Und dass wir die Quest abgeben und so, das machen wir alles beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und munter und passt auf euch auf und tschaußen. Jo, und Lüdi sagt auch, sie hat sich schon wieder, nein, sie ist immer noch dreckig. Lüdi, willst du auch noch was sagen? Nein? Ja? Okay, ich spreche mal für Lüdi, also im Auftrag Lydia. Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.